Mein Name ist Martina Böhmer und ich engagiere mich für Frauen ab 60, die in ihrem Leben Gewalt erlebt haben. In meiner vor 10 Jahren ehrenamtlich gegründeten Beratungsstelle Paula e.V. biete ich Beratungen an für Frauen ab 60, die Gewalt oder schwere Belastungen in ihrem Leben erlebt haben, früher oder aktuell. Frauen kommen hierhin mit den verschiedensten Themen. Ein kleines Beispiel, was ich nennen möchte, ist von einer alten Frau, die gekommen ist, die sehr viele Schwierigkeiten im aktuellen Leben hat und wo wir hier zusammen erarbeiten konnten, dass diese Schwierigkeiten, sie konnte sich nicht vertreten, sie nahm sich nicht wichtig, es ging ja an vielen Stellen nicht gut, dass das darauf zurückzuführen war, dass sie eine schwere Kindheit hatte mit vielen schlimmen Erziehungsmethoden, die sie überstehen musste. Und sie konnte hier lernen, dass sie sich vertreten kann, dass sie ein wertvoller Mensch ist, dass sie ihre Bedürfnisse formulieren kann und darf und dafür auch eintreten kann. Ich bin dazu gekommen, zu dieser Arbeit, weil ich von Haus aus Altenpflegerin bin und in meiner Tätigkeit als Pflegende viele Frauen getroffen habe, die mir während der Versorgung vieles von ihren Geschichten erzählt haben, von auch sexualisierter Gewalt und vielen anderen schweren Geschichten. Und es einfach keine Unterstützung für diese Frauen gab. Und ich dann gedacht habe, okay, dann mache ich es.